Hallöchen, ihr Lieben. Wir duckeln gerade so ein bisschen auf der Autobahn dahin. Jetzt hoffe ich nur, dass man mich gut verstehen kann. Weil wir haben einen Hänger dabei und das ist dann, ja, dürfst du nicht schneller wie 80 fahren. Und wir müssen 60 Kilometer fahren und das dauert halt so ein bisschen. Und jetzt habe ich mal gedacht, weil es mal ein wenig langweilig ist, ich quatsche ein bisschen mit euch. Und zwar über die Beratertätigkeit. Ja, die Sensi-Beratertätigkeit. Also, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich habe ja schon einiges an Direktvertrieben ausprobiert in den letzten 20 Jahren. Das, wenn ich immer sage, da komme ich mir immer so alt vor, weil, ja, 20 Jahre ist halt schon eine lange Zeit, ne? Und für mich hat immer irgendwas hat mich immer gestört an entweder das Vertriebssystem oder ich weiß es nicht. Das ist einfach, dieses Feeling war einfach nicht da. Und ja, und als ich dann Sensi kennengelernt habe, da war es dann so, da habe ich dann eigentlich schon Schnauze voll gehabt vom, ja, von der Beratertätigkeit an sich. Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich habe jetzt schon so viel durchgehabt und habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ja, aber wir haben uns das Set damals bestellt, weil wir niemanden in der Nähe hatten. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, das probieren wir jetzt halt einmal. Die Düfte können wir ja selber rauskratzen aus der Verpackung. Wenn wir jetzt... Das war ja eigentlich ja gar nicht das Ziel. Dann, wenn wir nichts verkaufen oder... Nee. Wir können die Düfte ja testen, indem wir sie aus der Verpackung rauskratzen. Sowas. Und in die wunderschöne Duftlampe reintun. Also... Ja, und dann nachbestellen, was wir halt wollen, weil wir wollten halt nicht die Katze im Sack kaufen. Jo. Und dann ja, habe ich das halt auf Facebook geteilt und habe dann halt gesagt, boah, so geil. Und wir konnten es kaum erwarten, diese 3 Tage, bis dieses Set bei uns ankam. Und dann war das da und wir haben uns da durchgeschnüffelt. Das war im August 2014, also das ist jetzt ganze 5 Jahre her, schon mehr als 5 Jahre. Und dann habe ich das auf Facebook gezeigt mit dieser hässlichen Duftlampe, die ich damals hatte. Also die hat wirklich ausgeschaut wie eine Urne. Ich finde, ich habe sie aber damals verschenkt. Und ja, mein Mann sitzt auch da. Also er fährt, ne, ist ja klar. Wenn ich hier laber, dann muss ja einer fahren. Ja, und habe das dann halt, wie ich schon jetzt 5-mal, glaube ich, gesagt habe, auf Facebook geteilt und den Leuten halt gesagt, wie cool ich das finde und so. Und dann hatte ich da schon einige Leute, die dann gesagt haben, Mensch, zeig mir das einmal, ich komme mal vorbei oder komm du mal bei mir vorbei mit deiner Duftlampe. Wir sind dann mit der Duftlampe und den Düften, die wir damals hatten, es war ja damals nur eine Duftlampe, ein Body und die Düfte, die wir hatten, jetzt ist ja für die 99 Euro wesentlich mehr im Paket drinnen. Und dann sind wir halt da von Haushalt zu Haushalt gegangen, also zu allen, die das interessiert hat, und haben das denen gezeigt. Und so haben wir unsere erste qualifizierte Bestellung zusammen bekommen und haben dann ja, bestellt. Und ich habe mich da voll gefreut drüber, über die Prämien, 2 halbe Preise und dann eben noch Gratisprodukte und so. Und ja, da habe ich mich dann schon drüber gefreut. Ja, und dann kam noch die Provision dazu, aber die hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Die wurde dann auf unser Pay-Portal im nächsten Monat überwiesen und ja, das Geld hatte ich dann halt auch noch zur Verfügung. Ja, so war das dann halt. Und das war am Anfang, durch das, dass wir halt viel gezeigt haben und durch das, dass das hier noch keiner kannte, war das irgendwie wie ein Selbstläufer. Gut, es kamen dann noch Zeiten, wo es auch wirklich schwieriger war. Wir haben uns auch kein Team aufbauen wollen. Das war uns einfach alles, muss ich ganz ehrlich sagen, das war uns damals alles zu blöd. Das wollte man halt nicht. Ne? Gut, ich war damals ziemlich krank. Also ich konnte auch nicht mehr arbeiten gehen und daher gesehen war das alles, schauen wir halt einmal, ne? So nach dem Motto. Und wenn es nichts wird, dann fallen wir halt nach den 3 Monaten wieder raus. Und ja, irgendwie haben wir dann uns im Jahr drauf, nee, 2 Jahre später war das erst, ne? Also ich habe dann auf YouTube auch ein Video auf meinem Bastelkanal veröffentlicht. Ich habe übrigens jetzt den eigenen Sensi-YouTube-Kanal
Da sind aber leider noch nicht viele Videos, weil dieses Jahr ging es leider drunter und drüber. Also ich habe viel vor. Ich nehme mir das jetzt wieder vor für nächstes Jahr. Und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall so einige Videos auch auf YouTube hochladen, weil durch YouTube ist uns dann damals unser erstes Teammitglied zugelaufen quasi. Ja, und dann hatten wir halt unser erstes Teammitglied und ja, das war schon irgendwie cool, ne? So ein, hi Nadja, so ein Teammitglied halt, ne? Cool, ein Teammitglied. Aktuell sind wir bei 30. Und ja, das war schon irgendwie cool und dann sind wir halt zum leitenden Berater aufgestiegen durch dieses eine Teammitglied, also mit dem Teammitglied sind wir dann aufgestiegen und ja, dann hat es halt wieder ein paar Euro mehr da gegeben, ne? Das war damals nicht viel, das waren vielleicht 10 Euro, die es da mehr gab, aber ja, 10 Euro haben oder nicht haben, ne? Ist dann eigentlich auch schon eine Menge Unterschied. Unterschied, so hat sie den Faden verloren. Ja, und dann 2017 war ich dann in der Lage nach Frankfurt, nee, 16 war es. 2016 war ich dann in der Lage nach Frankfurt zu fahren. War eine große Herausforderung für mich aufgrund meiner gesundheitlichen Beschaffenheit. Aber ich war so stolz, dass ich dort war. Und in dem Jahr dann haben wir den Starberater gemacht und sind dann auch gleich noch zum Superstar-Berater aufgestiegen. Ich glaube, wir hatten damals 10, 15 Teammitglieder und sind dann, also in der Zeit nach der Reunion in Frankfurt, da hat es bei uns irgendwie Klick gemacht. Da haben wir dann gedacht, wow, so geil irgendwie. Also es hat sich dann irgendwie gewandelt von, naja, jetzt schauen wir mal, zu, wow, wie geil ist das denn? Und ja, dann sind wir eben zum Superstar-Berater aufgestiegen. Wir haben in der Zeit auch viele Leute rekrutiert, die dann auch, ja, die heute noch bei uns im Team sind und die es heute noch rocken und die jetzt auch zum Teil zum Star-Berater aufgestiegen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, die drei, die wir seit der Zeit haben, die werden es auch garantiert zum Direktor schaffen. Gut, bei uns hat es halt ein wenig länger gedauert, manche rocken bis in einem halben Jahr, aber es hat halt länger gedauert, aber ich habe mein Ziel trotzdem nie aus den Augen verloren und ja, jetzt sind wir halt Direktor und jetzt geht es halt daran, den Titel zu halten. Und Direktor bedeutet, du verdienst an deinen eigenen Umsätzen mehr, also bei jedem Aufstieg verdienst du an deinem eigenen Umsatz noch einmal mehr und du erhältst auch Provisionen für deine Teammitglieder. Wir haben jetzt ein ganz tolles Team, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, aber bei uns geht viel mehr in der WhatsApp-Gruppe ab. Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn einer eine Frage hat, dann antwortet da eigentlich sofort jemand drauf. Die Leute sind gewillt, selber weiterzukommen. Das ist auch das. Danke, Chrissy. So, wenn ich was lese, ist der Faden weg. Wo ist er, Schatz? Die Leute wieder? Sind gewillt. Die Leute sind auch gewillt, was zu tun. Also, wenn du die Beratertätigkeit aufnehmen möchtest, dann musst du auch gewillt sein, dir Sachen selber anzueignen. Es ist eine selbstständige Tätigkeit, die auch versteuert werden muss. Also, du musst dein Kleingewerbe anmelden. Weil es ist eine Arbeit, alles was man verdient in Deutschland, muss man versteuern, so ist es leider. Ne? Bei uns ist es halt so, du kriegst das ganze Geld und musst es dann im Nachhinein versteuern. Und bei deiner anderen Tätigkeit zum Beispiel, wenn du jetzt im Büro arbeitest, da wird dir halt die Steuer sofort abgezogen und die musst du dann, ja die kriegst du erst gar nicht, aber du siehst dein Bruttogehalt und dein Nettogehalt und kriegst dann genauso das Kotzen. Also von daher gesehen, das lachst du da jetzt, das ist so. Man gibt halt einen Haufen Geld ab. Das ist halt einfach in Deutschland das so. Aber ich denke mir halt immer, wenn ich die Tätigkeit jetzt nicht machen würde, hätte ich unterm Strich weniger Geld. Also sprich, gar kein zusätzliches Geld. Ja, jetzt bin ich wieder vom Faden abgewichen. Nein, du musst gewillt sein, auch was dafür zu tun. Also du kannst jetzt halt, wir unterstützen jeden, der die Unterstützung gern haben möchte. Und
Das ist überhaupt kein Thema nicht. Wir können dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, nur können wir nicht für dich die Kunden ins Haus holen. Das können wir nicht. Ne? Wir können dir auch nicht die Partys buchen. Wenn das jemand für mich machen würde, das wäre mega. Ne? Aber da muss man sich halt selber drum kümmern, weil es einfach eine selbstständige Tätigkeit ist. Hallo Britt. Ja, es ist eine selbstständige Tätigkeit und das bedeutet, ich bin selber für mein Geschäft verantwortlich, muss mich auch darum kümmern, dass ich mir selber Wissen aneigne, was ja mittlerweile viel, viel einfacher ist. Wir haben eine super tolle Workstation, wo man sich viel rauslesen kann. Wir haben eine super tolle Superstar-Direktorin, die jede Woche ein Teamtraining macht zu einem gewissen Thema. Die Teamtrainings, die werden dann auch abgespeichert und ja, und man kann sie sich angucken, wenn man das einfach möchte. Wir haben auch im Team von unserer Superstar-Direktorin, das sind auch richtige Granaten drinnen, die machen auch Teamtrainings und ja, teilen halt einfach alles mit allen und da kann man sich halt dann das rausziehen. Alter, was ist denn da los? Ja, das sind voll die Suppen, ne? Das seht ihr wahrscheinlich auch, voll der Nebel. Bindlacher Berg. Normal eigentlich. Zu der Jahreszeit. So, jetzt bist du schuld, dass ich den Faden verloren habe. Ja, man kann sich das rausziehen, was man für sich haben möchte. Das Schöne bei Sensi ist, es ist von Grund auf ein Partyplan-Business. Also man macht es über Homepartys, ne, in der Regel. Wir haben aber auch die Möglichkeit einer WhatsApp-Party oder einer Basket-Party oder Facebook-Party oder was auch immer dir noch für Partytypen einfallen. Du kannst es eigentlich alles machen, um irgendwie an Kunden oder an deine Umsätze zu kommen. Das ist, gut, man muss sich halt nur an die Richtlinien halten, ne? Das ist ganz klar. Aber sonst ist das, haben wir bei Sensi so viele Freiheiten. Du kannst auch auf Märkte gehen, das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Du darfst auf den Märkten sogar Produkte verkaufen, die du hast. Du kannst dort Bestellungen aufnehmen. Also es ist wirklich so vielseitig. Der Job für mich ist halt auch das Schöne. Ich kann meine Kreativität damit einbringen. Ich habe ja ein Bastelzimmer zu Hause. Ich habe ja auch einen Kreativkanal auf YouTube. Ja, wo ich auch gerne mal wieder was machen möchte, aber das ist ein anderes Thema. Aber ab nächstes Jahr wird es ruhiger. Wir haben jetzt heute die letzte Fahrt nach Stadtsteinach, holen die letzten Möbel ab und dann ziehen die Mieter ein und dann ist der Käse vorerst schon mal gegessen. Und wir können uns wieder auf andere Sachen konzentrieren. Ja, aber das gehört jetzt eigentlich nicht zum Thema. Das ist, wenn ich ins Labern komme, dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist echt furchtbar. Kann ich noch irgendwas sagen? Britt, Chrissy? Habe ich irgendwas noch nett gesagt? Studien sind schön. Ja, diese ganzen Veranstaltungen sind toll. Wir möchten keine mehr verpassen. Damals in Frankfurt, ich war so stolz damals, aufgrund meiner Angst- und Panikstörung, dass ich da nach Frankfurt gekommen bin. Und dann kam da die Hiobsbotschaft, im nächsten Jahr müssen wir nach Birmingham. Und ich, what? Nee, nicht Birmingham. Da fliegen wir nächstes Jahr hin. Schottland, Edinburgh, genau. nach Edinburgh habe ich gesagt, sag mal, das sind die bescheuert. Ich habe es jetzt gerade hierher geschafft, jetzt muss ich in so einen scheiß Flieger einsteigen. Ich glaube, ihr tickt wohl nicht richtig. Birmingham ist für mich... Edinburgh. Das spricht so komisch aus, ich weiß auch nicht. Ist für mich gestorben, da kann ich nicht hin, können wir nicht fliegen. Aber wir haben es dann trotzdem getan. Dort mit der Brit? Ja, mit der Brit. Die Brit war auch dabei. Und die Annette war dabei. Richtig. Und noch viele andere Sensi-Berater, die auch heute noch im Geschäft sind. Ja, es macht einfach Spaß. Das ist so eine, das ist Sensi-Family-Reunion und es ist wirklich wie Familie. Das ist, du bist da einmal drin in der Sensi-Family und du gehörst da irgendwie dann dazu. Es ist nicht so, dass man sich nur teamintern unterstützt, sondern da läuft auch ganz, ganz viel teamübergreifend. Und ja, das ist einfach das Tolle. Und ich meine, viele Freunde bekommen. Ach ja, in Edinburgh kam dann der nächste Schock. Nächstes Jahr müsste er nach Anaheim.
Los Angeles, Kalifornien. Habe ich gesagt, hey, sag doch mal, jetzt bin ich hier nach Edinburgh gekommen, habe den Weg hierher geschafft, bin wahnsinnig stolz auf mich. Bin zwar fix und fertig, aber es war mega geil. Und nächstes Jahr sollen wir auf Anaheim, Kalifornien, 13 Stunden Flug, ohne mich. Wir waren zurück in unserer Mietwohnung, die wir damals hatten. Und haben dann sofort nach Unterkünften in Los Angeles gesucht. Ja, und dann im Jahr darauf sind wir nach Los Angeles geflogen. Ja, und es war so geil. Es war einfach die geilste Erfahrung. Und ja, nächstes Jahr kommt auch so viel auf uns zu. Wir werden wahrscheinlich zweimal in die USA reisen. Wir reisen nächstes Jahr einmal nach Birmingham und was noch? Ach ja, und Fuerteventura, Ventura, aber das hat nichts mit Sensi zu tun. Das ist ein privater Urlaub. Ja, aber es ist so geil. Es hat mein Leben komplett verändert und ich bin so dankbar dafür. Und das Schöne ist halt, du wirst dann nach deiner Leistung bezahlt. Ne? Je mehr du arbeitest, umso mehr hast du auch die Möglichkeit, was zu verdienen. Jetzt schau mal, was die Chrissy. Chrissy sagt, hey, hast alles eigentlich gut gesagt? Super, danke. Vor allem, weil es mir ja auch so geht, dass ich ungern das Haus verlasse. Aber da bist du echt ein mega tolles Vorbild für mich. Vielen Dank. Ja, das mit dem Haus verlassen, die Schwierigkeit habe ich nicht mehr. Ich konnte ja teilweise dann auch mal Auto fahren oder so. Und durch das, dass ich das halt so wollte, so massiv wollte, das mit Sensi rauszugehen, habe ich das ganz gut überwunden. Was ich halt ab und an noch habe auf Partys, das sind halt Panikattacken, aber das kriege ich auch noch in den Griff. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man darf sich halt nur nicht davon unterkriegen lassen. Man muss halt schauen, dass man da irgendwie auf der Party dann damit umgeht. Und dann, ja, aber die meisten sagen, sie haben es gar nicht gemerkt. Und ich denke mir, mein Gott, hoffentlich merken die das nicht. Und dein Mann merkt's. Ja, mein Mann merkt es, wann ich eine Panikattacke auf der Party habe. Aber wie gesagt, das ist einfach so geil. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dich anzumelden, dir das tolle Starter-Kit zu holen für 99 Euro. Du hast die Möglichkeit, 3 Monate in Sensi-Business zu schnuppern. 3 Monate? Nee, 4. 4 sind es mittlerweile. Also du musst einmal in 4 Monaten eine Bestellung von 300 Euro aufgeben, damit du nicht aus dem System fällst. Und das ist machbar. Es ist wirklich machbar. Und ja, und kannst dir halt damit selber was aufbauen. Das ist halt so das Schöne. Wenn wir sehen, wie von Jahr zu Jahr unser Gehalt oder halt unsere Provision wächst, ja, es ist schon schön zuzuschauen, weil, wie gesagt, du hast es selber im Griff, wie viel du verdienen möchtest. Du musst dein Ziel fest im Blick haben und dann funktioniert das auch alles. Also seitdem ich so versuche, ich habe so eine ganze Schrift, diese negativen Sachen abzuwerfen, umso besser funktioniert es halt dann auch mit Sensi. Und ja, ich bin mega glücklich, dass mich Sensi gefunden hat. Ich bin mega glücklich für mein tolles Team. Ich bin auch mega glücklich, dass mein Mann das so mitzieht und dass wir das gemeinsam rocken werden. Und ja, ich bin einfach gespannt, was uns die Zukunft bringt. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, ob es auch was für dich ist jetzt. Ne? Und ja, probier es aus. Wie gesagt, du hast 4 Monate Zeit, da reinzuschnuppern und dann kannst dich ja immer noch entscheiden, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Du fährst dann automatisch aus dem System wieder raus und hast damit auch keinerlei weitere Verpflichtungen mehr. Du kannst dein Starter-Kit behalten, also die Produkte, die du da drin bekommst. Und da sind ja mittlerweile echt tolle Sachen drin. Eine große Duftlampe, eine kleine, eine ganze Tasche mit allen Düften. Dann ist noch ein Duft drin, Washer Whiffs. Buddy, der Lenny ist, glaube ich, auch noch mit drin. Du hast Kataloge mit drin. Also wirklich alles, alles Mögliche. Ja, wenn du Fragen hast, dann wende dich sehr gerne an mich. Ich telefoniere auch gern mal oder, naja, telefonieren tue ich nicht gern. Da habe ich jetzt so einen Blick von der Seite gerichtet. Nee, ich telefoniere nicht gerne, aber das mache ich dann schon. Ne? Das ist kein Thema nicht. Und ja, und wir können darüber sprechen oder vielleicht einmal skypen oder ja, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu treten oder WhatsAppen. Oder du hast auch die Möglichkeit, in unseren Gruppen zu schnuppern einmal.
Und ja, es wird immer, die Suppen wird immer schlimmer da. Also es ist fast dann immer mehr 100 Meter. Wir fahren wieder heim. Daheim war es wieder schöner. Jetzt haben wir bei uns zu Hause Sonne. Jetzt fahren wir 60 Kilometer weiter und haben wieder die gleiche Suppe, wie wir die letzten 14 Tage hatten. Aber gut, na gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Rockt das, was ihr macht oder machen wollt. Und macht euch einfach mal Gedanken drüber, über die Sensibilratertätigkeit und ob das ja, eventuell auch Spaß machen möchte. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt Arzt werden möchtest, kannst du jetzt ja nicht zum Beispiel sagen, hey, ich stelle mich mal an einen OP-Tisch hin, ne, und schnippel da mal ein wenig an die Leute rum und probiere mal aus, ob das was für mich ist. Das geht leider nicht, ne? Aber bei uns kann man das halt machen, egal welche Vorkenntnisse man hat. Ja, bei uns ist jeder willkommen, der gewillt ist, sich was Eigenes aufzubauen. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag jetzt endlich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und bis bald. Ciao!